Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Angelika Pauf und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist oder vielleicht auch das erste Mal hierher gefunden hast. In diesem Video richten wir den Fokus auf unsere Gelenke, um den Erhalt oder die Verbesserung der Beweglichkeit in den Gelenken zu fördern. Und gleichzeitig dehnst, mobilisierst und stärkst du alle relevanten Teile deines Körpers. Wenn dir meine Videos gefallen und du über neue Videos informiert werden möchtest, dann hinterlasse ein Abo und drück dafür auf die Glocke, da du tatsächlich nur so über neue Videos informiert wirst. Und wenn du Lust hast, mich noch weiter zu unterstützen, dann hast du jetzt die Möglichkeit, Kanalmitglied zu werden. Das bedeutet mir enorm viel und hilft mir, auch in Zukunft, noch viele weitere, hoffentlich für dich hilfreiche Videos zu erstellen. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß. Wie immer, alles, was du brauchst, ist bequeme Kleidung, eine Matte, eventuell Handtuch oder Kissen und eine Decke für die Schlussentspannung. Wir beginnen im Stehen. Komm an den Anfang deiner Matte in die Berghaltung. Stell die Füße hüftbreit auf und dann nimm Kontakt über deine Füße zur Erde auf. Und gleichzeitig strebe mit deiner Scheitelkrone gen Himmel. Komm auf deine Art und Weise bei dir in deinem Körper, auf deiner Matte, an dem Ort, wo du gerade bist, an. Nimm wahr, wie du dich heute fühlst. Nimm deinen Atem wahr. Nimm wahr, wo sind deine Gedanken? In der Berghaltung können wir uns mit der Erde verbinden und so Beständigkeit in unser alltägliches Leben bringen. Erlaube dir innerliche Ruhe und Ausgeglichenheit zu finden. Unverrückbar stark wie ein Berg stehst du mit beiden Füßen fest im Leben. Und wenn du das Gefühl hast, gut bei dir in deinem Körper angekommen zu sein, dich und deinen Atem wahrnimmst, dann öffne langsam deine Augen und kreise ein paar Mal deine Schulter nach oben und nach hinten unten. Einatmen, ziehst du die Schulter nach oben, ausatmen nach hinten unten. Einmal noch, atme ein und atme aus. Weiter geht's mit der Halswirbelsäule. Einatmen, zieh dein Kinn zum Kehlkopf, dein Nacken wird lang. Und ausatmen, neig den Kopf zur rechten Schulter, während du gleichzeitig die linke Schulter nach unten ziehst. Einatmen, komm zurück zur Mitte. Ausatmen, schieb dein Kinn nach vorne wie so eine Schildkröte. Einatmen, wieder zurück zur Mitte. Und ausatmen, neig den Kopf zur anderen Seite, also zur linken Seite und zieh die rechte Schulter tief. Einatmen, komm zurück zur Mitte. Noch einmal so. Ausatmen, schieb dein Kinn nach vorne. Einatmen, zurück zur Mitte. Dein Nacken wird lang. Aus der Länge heraus. Neig den Kopf zur rechten Schulter, linke Schulter tief. Einatmen, zurück zur Mitte. Ausatmen, schieb dein Kinn nach vorne. Einatmen, zurück zur Mitte. Und ausatmen nochmal zur linken Seite. Einatmen, Mitte. Ausatmen, schieb dein Kinn nach vorne. Einatmen, zieh es wieder ran, Nacken wird lang. Und dieses Mal ausatmen, dreh den Kopf zur rechten Seite. Einatmen, komm zurück zur Mitte. Ausatmen, schieb dein Kinn nach vorne. Einatmen, zurück zur Mitte. Ausatmen, beweg den Kopf. Dreh den Kopf nach links. Nochmal so, atme ein.
Atme aus, atme ein und atme aus. Atme ein, atme aus, atme ein und atme aus. Atme ein. Achtung, ausatmen, senkt dein Brustbein, nur dein Brustbein, dein Oberrücken wird rund. Einatmen, hebt dein Brustbein nach vorne oben. Ausatmen, senkt dein Brustbein. Einatmen, bewegt die Brust nach vorne oben. Ausatmen, senkt dein Brustbein, die Schulterblätter gehen auseinander. Einatmen, hebst du dein Brustbein und ziehst die Schulterblätter zur Körpermitte. Noch einmal so, atme aus. Und atme ein. Achtung, ausatmen, dreh dich zur rechten Seite, nur die Brustwirbelsäule. Dein Becken bleibt parallel. Einatmen, zurück zur Mitte. Ausatmen, erlaubt den oberen Rücken rund zu werden. Du ziehst die Schultern leicht nach vorne. Einatmen, öffnest du die Schultern, schiebst dein Brustbein nach vorne und drehst nach links. Becken bleibt parallel. Nochmal so, atme ein. Erlaub den oberen Rücken rund zu werden. Atme aus. Atme ein, richte dich auf. Ausatmen, dreh nur die Brustwirbelsäule nach rechts. Einatmen, Mitte. Ausatmen, runder Rücken. Oberer Rücken. Einatmen, erlaub den Schlüsselbein weit zu werden. Und ausatmen, dreh rüber nach links. Einatmen, Mitte. Ausatmen, lösen. Weiter geht's, wir heben die Arme auf Schulterhöhe, atme ein. Jetzt erlaubst du dem ganzen Rücken rund zu werden. Du ziehst den Nabel zur Wirbelsäule, Schambein zum Bauchnabel, Rippenbogen nach innen, Brustbein nach innen, Schulterblätter auseinander. Knie sind leicht gebeugt. Einatmen, öffnen. Ausatmen, lösen. Einatmen, heben. Ausatmen, dein Rücken wird rund. Nabe konsequent zur Wirbelsäule, genießt die Dehnung im Rücken und die Kontraktion in deinem Bauch. Einatmen, das Brustbein heben, ausatmen, lösen. Noch zweimal so, atme ein, atme aus, atme ein und atme aus. Einmal mehr, tief ein und tief aus, atme ein und atme aus. Einatmen, führ den rechten Arm nach oben und zieh die Hand in die Diagonale, dein Becken nach rechts, bis du eine Dehnung in der rechten Flanke spürst. Ausatmen, Knie locker lassen, den Arm durchschwingen. Einatmen, führ deinen Arm in die Diagonale, dahin, wo sich die Wand und die Decke treffen. Ausatmen, lösen, zweimal mehr. Atme ein und atme aus. Atme ein. Und atme aus. Einatmen, führe die Arme erneut über die Seiten, auf Schulterhöhe. Ausatmen, dein Rücken wird wieder rund, als würdest du einen dicken Baum umarmen. Einatmen, das Brustbein heben. Ausatmen, löse die Arme. Atme ein. Runde Rücken. Atme ein. Und atme aus. Noch einmal so. Atmest ein, ziehst den Bauchnabel nach innen, Kinn Richtung Brustbein, die Schulterblätter maximal auseinander. Einatmen, wieder das Brustbein heben, ausatmen, die Arme senken. Einmal mehr, tief ein, tief aus, tief ein, tief aus. Mit der kommenden Einatmung für den linken Arm über die Seite in die Diagonale dahin, wo sich die Wand und die Decke treffen, bis du eine Dehnung in der linken Flanke spürst. Ausatmen, lösen. Einatmen, dehnen, schieb dein Becken nach links. Ausatmen, lösen. Noch zweimal so. Atme ein und atme aus. Atme ein und atme aus. Erneut führe die Arme über die Seiten nach oben. Ausatmen, beugt die Knie, schiebt ein Schambein zum Bauchnabel, Becken nach vorne. Einatmen, Arme heben, ausatmen, lösen. Du atmest ein und in der Rundung bringst du deinen ganzen Rücken in den Buchstaben C. Alles wird rund. Einatmen, heben, ausatmen, lösen. Noch zweimal, tief ein, tief aus. Tief ein, tief aus, einmal noch, einatmen, ein und aus.
Jetzt richten wir den Fokus auf unsere Finger, Hände, Ellenbogen und Schultergelenke. Du spreizst die Finger auseinander und du beugst die Finger, bildest mit deinen Händen, Fingern eine Faust. Du führst die gefächerten Hände nach hinten, bis du eine Kontraktion in der Oberarmrückseite spürst. Dann bildest du mit deinen Händen Fäusten, kreuzt die Unterarme vor der Brust und hebst die Ellenbogen auf Schulterhöhe. Du atmest ein, schiebst die Arme zurück, öffnest dich, atmest aus, Ellenbogen auf Schulterhöhe. Du atmest ein, Achtung, du atmest aus und kommst in Utkatasana, den Stuhl. Ellenbogen auf Schulterhöhe. Einatmen, drück dich von den Fersen hoch, schieb die Arme zurück. Ausatmen, komm in Utkatasana, wie möglich ist jedes Mal ein anderer Unterarm vorne. Atme ein. Atme aus, verlagere dein Gewicht auf deine Fersen und setz dich mit langem Rücken zurück. Atme ein, atme aus. Atme ein, atme aus. Atme ein und aus. Die Bauchdecke nach innen. Noch zweimal so, atme ein, atme aus. Atme ein und atme aus. Entweder machst du so weiter oder du atmest ein, atmest aus. Beim nächsten Mal verlage dein Gewicht auf deinen linken Fuß und heb das rechte Bein. Ausatmen, komm zurück in den Stuhl, in Utkatasana. Verlage dein Gewicht auf deinen rechten Fuß, atme ein, heb das linke Bein. Atme aus, setz dich zurück. Atme ein und atme aus. Atme ein und aus. Noch viermal. Atme ein und aus. Atme ein und aus. Die letzten zwei. Einatmen und ausatmen. Tief ein und aus. Atme ein, führe die Arme über die Seiten nach oben. Ausatmen, zentriert durch die Mitte vor deinem Herzen zusammen. Atme ein, ausatmen, komm mit langem Rücken zentriert durch die Mitte in die stehende Vorwärtsbeuge. Bleib kurz hier. Lass dich einfach ganz entspannt hängen, bis deine Dehnung in der Beinrückseite wahrnimmst. Schüttel die Haare aus, lass die Schultern locker. Wieder komm in den Einatmen und komm in die halbe Vorbeuge, dein Rücken wird lang. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Noch zweimal so. Einatmen, halbe Vorbeuge, du kannst gerne die Knie etwas beugen. Ausatmen, ganze Verneigung. Einmal mehr. Atme ein und atme aus. Atme ein, halbe Vorbeuge. Komm jetzt zurück mit deinem rechten Knie. Falls du empfindliche Knie hast, kannst du hier ein Handtuch oder eine Decke unter dein Knie legen. Komm in den Ausfallschritt. Jetzt, das nächste Mal für die nächste Arm- und Handbewegung, zieh die Ellenbogen zurück, als wolltest du etwas öffnen oder nach hinten schieben. Die Finger sind gespreizt. Ausatmen, wieder Fäuste ballen und du kreuzt die Unterarme vor deinem Körper. Hier bist du in der Außenrotation im Schulterbereich. Brustbein nach vorne oben. Hier bist du in der Innenrotation. Noch zweimal so. Atme ein und atme aus. Atme ein und atme aus. Entweder machst du weiter so oder du atmest ein, löst das rechte Knie vom Boden, etwas beugen aus. Atmest ein, beugen aus. Atmest ein und aus. Gehst senkrecht hoch und senkrecht tief. Wirbelsäule ist lang und aufgerichtet. Atmest aus. Noch zweimal tief ein und tief aus. Tief ein und tief aus. Entweder machst du so weiter oder du atmest ein und
atmest aus, atmest ein und atmest aus. Zweimal noch. Atme ein, atme aus, atme ein und atme aus. Bring die Hände auf deinen Oberschenkel. Bring die rechte Hand zum Boden, dreh die linke Fußspitze nach außen und komm zurück in den Vierfüßlerstand. Erlaub dem Rücken rund zu werden. Einatmen, beweg die Brust nach vorne oben. Ausatmen, werde rund. Noch zweimal so tief ein. In ein geführtes Hohlkreuz, Brustbein nach vorne oben. Ausatmen, Rücken rund. Einatmen, eine sanfte Rückbeuge. Aus dem runden Rücken komm in eine neutrale Position. Und bring jetzt deinen rechten Fuß nach vorne. Und falls du empfindliche Knie hast, setz das linke Knie auf eine Kissenhandtuch oder eine Decke. Achte darauf, dass dein vorderes Knie senkrecht über deiner Ferse ist. Die Armbewegungen sind gleich. Atme ein, Finger spreizen, ausatmen, Daumen kommt zum Handbein, Arme vor dem Körper kreuzen. Atme ein, atme aus. Bauch anspannen, atme ein, atme aus. Nochmal atme ein und atme aus. Du kannst dich so weitermachen oder du löst das hintere Knie vom Boden, atmest ein und atmest aus. Atmest ein und aus. Einatmen und ausatmen. Ein, aus. Noch vier. Atme ein. Atme aus. Atme ein. Und aus. Senkrecht hochkommen. Einatmen. Schulterblätter zusammen. Atme aus. Ein. Und aus. Entweder machst du so weiter oder du trainierst wieder Gleichgewicht und Koordination. Atmest ein. Atmest aus. Atmest ein. Atmest aus, noch zwei, atme ein und aus und ein und aus. Bring die Hände auf deinen Oberschenkel, linkes Knie zum Boden geschafft, komm in den Vierfüßlerstand und setz dich kurz zurück ins lange Kind. Leg die Stirn am Boden ab oder stapel deine Hände und leg die Stirn oben drauf. Und atme in der Vorstellung bis in deinen unteren Rücken. Sehr gut. Dann führe die Hände wieder nach vorne, komm in den Vierfüßlerstand, aus dem Vierfüßlerstand in den herabschauenden Hund. Bleib kurz hier, Hände schulterbreit, Außenkante deiner Füße hüftbreit, presse die Hände in den Boden. Und zieh die Sitzbeinhöcker nach hinten oben. Genieß die Dehnung in der kompletten Rückseite deines Körpers. Dann heb die Fersen, beug die Knie, gib den Blick vor und komm mit ein paar kleinen Schritten an den Anfang deiner Matte. Lass dich einfach nochmal ganz entspannt über deine Beine hängen. Sehr gut. Dann beug die Knie gut. Verschränk deine Hände hinter deinem Rücken und bring den Oberkörper parallel zum Boden. Atme ein, ausatme, lehn dich nach vorne, sodass der Bauch auf deinen Oberschenkel aufliegt. Und dann bring die Beine in Richtung ihrer Streckung. Dehn jetzt die Schulter, Brustmuskulatur, verlage dein Gewicht weg von deinen Fersen Richtung Fußballen und Zehen. Kopf locker lassen. Dann beug dein linkes Knie. Das rechte Bein bleibt gestreckt und dann dreh den Oberkörper leicht nach rechts. Bleib hier für ein paar Atemzüge. Tief ein, tief aus, tief ein, tief aus. Komm zurück zur Mitte, beide Beine sind gestreckt. Beug dein rechtes Bein und dreh dich rüber nach links. Bleib auch hier für ein paar Atemzüge. Sehr gut. Dann komm zurück zur Mitte. Löst die Hände, beugt die Knie und komm über die Hocke
zum Sitzen. Versetz dein Becken jetzt einen Ticken nach rechts. Greif hinter deine Kniekehlen und roll dich langsam Wirbel für Wirbel zurück. Dann stell die Füße relativ nah deiner Sitzbeinhöcke auf. Zieh die Knie nacheinander zur Brust hin ran. Und dann lass deine gebeugten Beine rechtwinklig auf die linke Seite sinken. Jetzt achte darauf, dass deine Fußgelenke, Kniegelenke und Hüftgelenke gestapelt sind. Leg die linke Hand auf deinen rechten Oberschenkel, zeichne mit dem rechten Arm einen großen Kreis und lass den rechten Arm auf Schulterhöhe zur Seite sinken. Achte darauf, dass der Ellenbogen gebeugt ist, Handinnenfläche zeigt zur Decke. Heb den Kopf nochmal an, zieh dein Kinn zum Hals, damit der Nacken lang bleibt. Entweder schaust du zur Decke oder leicht nach rechts. Dann bleib hier für ein paar Atemzüge. Nimm die Schwerkraft konsequent an. Lass dich ganz entspannt in diese Dehnung sinken. Mit jeder Einatmung weiten sich deine Rippen. Und mit jeder Ausatmung löst du deinen rechten Arm und die rechte Schulter ganz entspannt, ganz gelöst, ganz schwer Richtung Boden sinken. Dann komm langsam wieder zurück zur Mitte, zieh die Knie einzeln zur Brust hin ran, leg die Hände auf deine Knie und Oberschenkel, schaukel es ein paar Mal von Seite zu Seite. Dann stell die Füße auf und beweg dein Becken einen Ticken rüber nach links. Dann zieh die Knie zur Brust hin ran, atme ein und aus, aber lass die Beine rechtwinklig auf die rechte Seite sinken. Wieder achte darauf, dass die Fußgelenke, Kniegelenke und Hüftgelenke gestapelt sind. Leg die rechte Hand auf deinen linken Oberschenkel, zeichne mit dem linken Arm großen Kreis, zieh dein Kinn zum Hals und dann lass den Arm ganz entspannt zur Seite sinken. Bei mir ist jetzt gerade das Kissen, das kannst du übrigens auch machen, dir ein Kissen zurechtlegen, damit der Arm oder die Schulter ganz entspannt auf den Kissen sich ablegen kann. Die rechte Hand liegt ganz entspannt auf dem linken Oberschenkel. Jetzt erlaubt dem Bauch ganz weich zu werden. Spür das Heben und Senken deines Bauches. Kopf leicht nach links. Erlaube auch auf dieser Seite mit jeder Ausatmung deine Schulter und der linke Arm ganz entspannt Richtung Boden schmelzt. Und dann komm langsam zurück zur Mitte. Zieh die Knie nochmal zur Brust hinan, schaukel nochmal von Seite zu Seite. Und dann bereite dich für Shavasana, die Schlussentspannung vor. Wenn du möchtest, zieh etwas über. Und wenn du magst, kannst du wie ich den Handtuch oder die Decke unter den Kopf legen. Stell die Füße dann entweder mattenbreit auf und lass die Knie entspannt nach innen fallen. Oder du streckst die Beine großzügig am Boden aus, bis die Füße nach außen fallen. Bewegst dich so lange, bis du für dich eine ganz angenehme Position gefunden hast, in der du loslassen kannst, entspannen kannst, frei und gelöst atmen kannst. Und dann nimm die Schwerkraft konsequent an. Lass dich ganz entspannt, ganz gelöst, ganz schwer
Atemzug für Atemzug in deine Unterlage sinken. Genieß die Ruhe. Genieß die heilsame Stille. Genieß es, einfach nur mit dir zu sein. Dann lass nach und nach den Atem wieder voller werden. Atme tief ein und tief aus. Beginn mit kleinen Bewegungen, Zehen, Finger. Kreis die Füße nach außen, die Hände nach außen. Streck die Arme zur Decke und dann hinter deinen Kopf. Regel dich, streck dich. Den Kopf vielleicht noch mal von Seite zu Seite bewegen. Und dann stell einen Fuß nach dem anderen auf und roll dich auf eine Seite. Leg den Kopf auf ein Handtuch, eine Decke oder auf deinen bodennahen Arm. Und die andere Hand vor deine Brust. Wenn du magst, bleib hier noch mal einen Moment mit geschlossenen Augen. Und dann kommen wir den Händen abdrückend zum Sitzen. Nochmal auf dem Kissenhandtuch, Kante einer Decke oder wenn du magst auf einen Stuhl. Einfach in einen für dich bequemen Sitz, wo du einfach nochmal kurz nachspüren kannst, sodass sich das, was du dir jetzt während deiner Yoga-Praxis erarbeitet hast, auch wirklich setzen kann. Alles ist in Bewegung. Alles kommt und geht. Beständig ist nur das Fließen. Yoga lehrt uns, dieses Fließen und zugleich die Ruhe in der Bewegung und in den Veränderungen zu bewahren. Und führe die Hände vor deinem Herzen zusammen. Senk die Stirn zu deinen Fingern. Erschaffe in dir eine Welt des Friedens aus Zuversicht, Vertrauen und Liebe. Und heb den Kopf wieder an, atme nochmal tief durch die Nase ein und nochmal vollständig durch den Mund aus. Und wenn du soweit bist, leg die Hände entspannt auf deine Knie und Oberschenkel. Und öffne langsam deine Augen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, die Übungen haben dir gut getan und du fühlst dich
gelöster, freier, vielleicht auch beweglicher. Wie immer freue ich mich, falls dir dieses Video gefallen hat, über ein Like oder einen Kommentar von dir. Ich freue mich natürlich auch, wenn du meinen YouTube-Kanal weiterempfiehlst an deine Freunde, Bekannte, Kollegen und Familie. Falls du auf Facebook oder Instagram bist, fände ich es auch sehr schön, wenn wir uns dort connecten. Jetzt wünsche ich dir von ganzem Herzen viel Freude, viel Spaß, gutes Gelingen bei all dem, was du tust und was du vorhast. Mach's gut, bleib gesund und hoffentlich bis bald. Namaste.